Wunderschönen guten Abend. Wir wollen heute etwas zur Interprozesskommunikation machen, und zwar den gemeinsam genutzten Speicher. Weil, also man benutzt da auch bei uns meistens den englischen Begriff Shared Memory, weil, also geteilten Speicher. Und zwar gibt es hier mehrere zum gleichen Begriff mehrere Verwendungen, gell? Und zwar haben wir diesen Shared Memory, gell? Zum einen, so wie wir ihn jetzt da verwenden werden, und zwar zur Interprozesskommunikation. Shared Memory finden wir auch, wenn wir ein System haben mit mehreren Prozessoren, gell? Und einem Speicherbereich, gell? Also das ist etwas, das wir ja zum Beispiel auch bei unserer PC-Architektur haben, wenn wir hier nicht ein Kernsystem haben, sondern ein Multicore-System, das vielleicht ein Prozessor und mehrere Cores hat, oder eben auch mehrere Prozessor und mehrere Cores, gell? Dann haben wir trotzdem auf dem PC einen Speicherbereich, gell? Also es ist nicht so, dass die Prozessoren sich ihren Speicher, gell, ihren Arbeitsspeicher teilen dann, gell, sondern die Prozessoren haben einen gemeinsamen Arbeitsspeicher. Gell. Also das ist der Begriff, den hört man vielleicht etwas seltener als die anderen, gell, aber das ist wichtig auch, gell. Also wir haben eine Architektur, wo wir dann eben den Arbeitsspeicher gemeinsam haben. Und der dritte Begriff des Shared Memory, davon sprechen wir, wenn wir den Arbeitsspeicher mit einer Hardware teilen, typischerweise mit der Grafik, gell? Und das ist eigentlich eine sehr alte Geschichte, dass die Grafik Speicher braucht und einfach ein Teil des Arbeitsspeichers dafür verwendet, gell? Und das ist dann ein geteilter Speicher zwischen dem, dem System, das du eigentlich dann rechnet, und der Grafik, die eben Arbeitsspeicher braucht, um die Dinge, die eben auf der Grafik dargestellt werden, dann auch speichern zu können. Gell? Wenn wir so eine tolle Grafikkarte haben, gell, dann haben wir für die Grafikkarte oder auf der Grafikkarte einen eigenen Arbeitsspeicher. Gell? Und manchmal ist die Grafikkarte ja der tollere Rechner als das System selbst. Gell? Aber es gibt auch Systeme, die einfach ein Chipset haben und keinen eigenen Arbeitsspeicher haben, gell? Und die benutzen dann einen Teil des Arbeitsspeichers des Rechners, gell? Und ganz typisch, das sind diese Intel HD Chipsets, gell? Die sind ja sehr geläufig auch, gell? Die sind einfach, machen keine Probleme, aber die Grafikansprüche dürfen natürlich nicht zu hoch sein, gell? Wenn wir hingegen mit unserem System auch ein bisschen spielen wollen oder so, gell? Oder wenn wir da so 3D-CAD machen oder so, weil dann ist das mit diesem geteilten Arbeitsspeicher und den einfachen Chipset dann eben sehr schnell dann ein Frust, gell? Und es ist dann so, dass man mit dem Shared Memory, gell, dann zwar ein bisschen Geld sparen kann, gell, aber man spürt es dann auch, gell, also in der Leistung, gell, also hängt dann davon ab, was man will. Was werden wir jetzt machen? Wir werden heute nicht über diese Architektur sprechen, wo wir den Arbeitsspeicher mit der Hardware teilen. Wir werden nicht über mehr Prozessorsysteme sprechen oder Multicore-Systeme, wo wir einen gemeinsamen Arbeitsspeicher haben. Wir werden über den geteilten Arbeitsspeicher, über Shared Memory in der Interprozesskommunikation sprechen. Gell? Und, und was hat denn eigentlich Shared Memory mit der Interprozesskommunikation zu tun? Und also wenn wir uns erinnern, gell, Interprozesskommunikation haben wir dann, wenn Prozesse in der Ausführung miteinander etwas austauschen. Und da kann ein gemeinsamer Arbeitsspeicher sehr nützlich sein. Gell, also wenn ihr etwas rechnet, gell, und ihr habt da eine große Schultafel, dann können mehrere Leute auf der Schultafel gleichzeitig arbeiten. Gell. Und der eine macht das, der andere macht das, gell? Mehrere gleichzeitig. Gell? Und wir können auch im System mehrere Prozesse haben, die dann auf einem Speicherbereich
gemeinsam arbeiten können, gell? Und das ist manchmal auch praktisch, gell? Also stellt sich auch vor, man könnte da ein Problem in Teilprobleme zerlegen, gell? Und man gibt dann mehreren Prozessen einen Teil des Problems und sagt, du arbeitest dort, gell? Und du arbeitest da, gell? Und da gehen wir dann eben die Teilprobleme so zerlegen, dass wir hier im geteilten Speicher, im Shared Memory dann gemeinsam an der Lösung arbeiten können. Gell? Und ja, das ist so diese Idee hinter Shared Memory. Und da braucht man jetzt eben mehrere Mechanismen, um einen Speicher zu erzeugen mal. Erster Schritt, jemand muss den Speicher erzeugen, gell? Und dann den Speicher zu benutzen. Also man unterscheidet jetzt einmal zwischen Speicher gemeinsamen Shared Memory erzeugen und dann diesen gemeinsamen Speicher in einem Prozess benutzbar zu machen. Gell? Und wenn ihr euch da erinnert, im Herbst, da haben wir ja selbst in C, gell, Speicher angefordert und haben da dieses Memory Allocation verwendet, malloc. Gell? Dort muss man nur einen Aufruf machen, gell? Malloc, und wir haben Speicher. Aber dieser Speicher mit malloc, der gehört wem? Der gehört dem Prozess, der den Speicher anfordert und nicht anderen. Gell? Und hier muss man eben zwei Schritte machen. Der erste Schritt ist eben, irgendjemand muss einen Speicher erzeugen, herstellen. Und der zweite Schritt dann ist, dass jeder, der mit dem Speicher arbeiten will, muss jetzt eben beantragen, dass er mit dem Speicher etwas tun kann. Gell? Also das sind die zwei Schritte. Und ja, wenn wir da mal schauen wollen. Also, nochmal man, also die Funktionen beginnen alle irgendwie so mit SHM, Shared Memory, und Shared Memory Get fordert einen gemeinsamen Speicher an, gell? Also Shared Memory Get. Damit gehen wir einen solchen ja, gemeinsam zu nutzenden Speicherbereich beim Betriebssystem anfordern. Also, liebes Betriebssystem, gell, ich würde gerne mit meinen Kollegenprozessen da etwas machen, gell, und dazu bräuchte ich einen gemeinsamen Speicher. Gell. Also, das ist Shared Memory Get. So, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, wenn wir einen solchen Speicher mal haben, dann muss jeder Prozess, der mit diesem Speicher arbeitet, eben den Zugriff darauf bekommen. Und das machen wir mit diesem Shared Memory Add. Gell? Shared Memory Add. Gell? Damit bekommt ein Prozess Zugriff auf einen gemeinsamen Arbeitsspeicher. Gell? Also das ist nicht der Arbeitsspeicher eines anderen Prozesses, sondern das ist ein gemeinsam genutzter Arbeitsspeicher. Gell? Okay. Also das ist dann ein Arbeitsspeicher, den hat man vielleicht nicht selbst angefordert oder selbst reservieren lassen, gell? Sondern irgendein Prozess hat es gemacht. Typischerweise, wenn man gemeinsam was berechnet, verarbeitet, gell? Dann ist es typischerweise der Elternprozess. Gell? Also ein Prozess beginnt die ganze Arbeit, fordert auch den Speicher an und macht dieses Shared Memory Get. Und nach dem Shared Memory Get muss jeder Prozess, der mit dem Speicher arbeiten will, den Zugriff darauf anfordern. Gell? Und das ist das Shared Memory Add. Gell? Ja, wenn man diese zwei Schritte gemacht hat, dann kann ein Prozess mit dem gemeinsam genutzten Speicher, mit dem Shared Memory, arbeiten. Gell? Und zwar jeder Prozess, der das gemacht hat, jeder Prozess, der erfolgreich Shared Memory Add gemacht hat, kann arbeiten. Das ist jetzt zwar ja, cool, gell, toll, gell, aber das muss man aufpassen. Gell, also das Einfachste ist, wenn man da bestimmte Bereiche unterteilt, sagt, du arbeitest hier und du arbeitest dort. Gell. So, fertig. Zum Problem kommt es, wenn die Prozesse alle da durcheinander arbeiten wollen. Gell, dann wird es kritisch. Gell, dann, ja, da muss man aufpassen. Gell. Da muss man die Momente, wo man arbeiten darf und nicht arbeiten darf, da zum Beispiel regeln, gell? Da muss man Polizist hinstellen, gell? Und Polizist, gell? Also da gibt es solche Mechanismen, Zugriff irgendwo zu kontrollieren, das sind dann die Semaphoren, gell? Also die Semaphore, gell? Auf Italienisch die Ampeln, gell? Also diese Semaphoren, die gibt es dann im Betriebssystem und die sagen da jetzt mal halt.
Jetzt nicht, gell? Moment. Gell? Ah, ja, okay, jetzt und so weiter. Gell? Also eine Zugriffskontrolle. Und ja, wenn wir im Shared Memory so organisieren, dass jemand sagt, du arbeitest bis hier und der nächste arbeitet von dort, gell? Dann braucht man es immer vorher nicht, gell? Weil dann arbeitet jeder in seinem Bereich drinnen, gell? Und wer muss das machen? Die Programmierer, gell? Also die Programmierer müssen schauen, ob sie den Shared Memory da, diesen gemeinsam genutzten Arbeitsspeicher, so benutzen, dass es zu Konflikten kommen kann oder ob die Prozesse wirklich in verschiedenen Teilen dieses Arbeitsspeichers dann auch tätig sind und arbeiten, gell? Ja, und dann der nächste Schritt, also wenn wir jetzt gearbeitet haben, gell, dann wird halt irgendwo vielleicht diese Arbeit abgeschlossen werden und typischerweise arbeitet der Elternprozess nicht dran, sondern er kontrolliert dann, was gemacht wird und er überwacht dann das Ende der Kindprozesse. Und wenn die Kindprozesse fertig haben, wo liegt denn das Ergebnis? Eben Shared Memory. Und das ist eine feine Sache, gell? Also, ja, stellt es einmal vor, gell? Also wir hätten da so diese Dinge da mit diesen Primzwillingen gemacht und da hat jeder irgendwo im Shared Memory seine Zwillinge da eingetragen, gell? Und ja, hätte man am Ende irgendwo einen geteilten Speicher gehabt, wo man diese Zwillinge halt drin gehabt hätten, gell? Also das wäre dann auch eine Möglichkeit gewesen, das zu implementieren, gell? Jeder geht einfach da ausrechnen und tragst dann irgendwie nach bestimmter Regel da in den gemeinsamen Speicher rein und am Ende kann der Elternprozess alles auslesen. Fertig. Und ja, das kann man öfter anwenden, gell? Oder das Spiel mit der Monte Carlo Methode, gell? Anstatt da lang mit der Pipe da Zahlen hin und her zu schreiben, gell? Ja, gehen wir einfach her, sagen, okay, wir gehen Shared Memory machen, gell? Und sagen, du da eintragen, du dort eintragen, du dort eintragen, fertig, gell? Also am Ende haben wir die Stellen, wo alles eingetragen ist. Der Elternprozess wartet aufs Ende der Kindprozesse und wenn fertig gerechnet ist, dann geht er einfach durch, gell, und zählt die Ergebnisse zusammen. Und damit hat das Ergebnis der Monte Carlo Methode mit einer ganzen Reihe von Prozessen gemacht, gell? Okay? Ja, und so kann man sich viele Sachen ausdenken, gell, wo man also geteilten Speicher benutzt. Und ja, auf jeden Fall, gell, die Schritte, um ihn zu benutzen, sind immer zwei. Also zuerst Shared Memory Get machen. Wer macht es? Typischerweise ein Elternprozess. Und wie oft macht das? Einmal. Und dann kommt Shared Memory Add. Also wir fordern den Zugriff auf den Speicher an. Und wenn das gemacht ist, wenn die Arbeit fertig ist, wenn alles vorbei ist, was passiert denn dann? Dann muss zuerst mal jeder Prozess den Zugriff auf den Shared Memory auf diesen geteilten Speicher wieder zurückgeben. Gell? Also wenn ein Prozess den nicht mehr braucht, gell, dann macht er Shared Memory DT, gell, und er gibt es wieder zurück. Und ja, wenn da jetzt alle Prozesse fertig sind, gell, dann muss der letzte noch mit einem Shared Memory CTL, gell, auch mit Shared Memory CTL kann man mehrere Sachen machen, aber unter anderem kann man auch diesen geteilten Speicher dann auch wieder zurückgeben, also die Freigabe beim Betriebssystem anmelden. Gell? Also, und das macht typischerweise dann auch wieder irgendein Elternprozess, der alles überwacht und wenn alles fertig ist, alle Kindprozesse alles berechnet haben und der Elternprozess, der die ganzen Berechnungen eingesammelt hat, dann brauchen wir diesen geteilten Arbeitsspeicher dann typischerweise nicht mehr und dann machen wir ein Shared Memory CTL, gell, auf den geteilten Speicher und sagen dann da, dass wir hier ein Remove absetzen wollen, gell. Also hier gibt es eben mehrere solche Commands und unter anderem gibt es dann auch ein Remove, gell. Okay, EPC, RM, ID. Okay. So, jetzt schauen wir uns das nochmal ein bisschen im Detail an, diese vier Funktionen, gell? Okay, erste Funktion, Shared Memory erzeugen. Zweite Funktion, jeder Prozess, der mit diesem Shared Memory arbeiten will, muss den Zugriff auf diesen Speicher bekommen. Jeder Prozess. Jeder Prozess
muss, nachdem er den Arbeitsspeicher, da diesen geteilten Arbeitsspeicher, diesen Shared Memory benutzt hat, ihn auch wieder zurückgeben, also den Zugriff da wieder freigeben. Aber dadurch wird der Shared Memory noch nicht freigegeben. Gell? Erst mit einem Shared Memory CTL wird am Ende dann auch der geteilte Arbeitsspeicher effektiv freigegeben. Gell? Und wenn das gemacht wird, dann ist, ja, dann ist der Speicher weg. Gell? Mhm. Jo, dann schauen wir mal. Also, erstes ist Shared Memory Get. Also, Shared Memory Get. Shared Memory Get, da bekommen wir einen Speicher. Und was bekommen wir da zurück? Wir bekommen eine Zahl zurück. Gell? Das ist eine Zahl. Gell? Das ist eine solche Shared Memory ID. Gell? So, wenn wir da mal runtergehen, also wo ist denn da Fehler und Rückgabe? Keine Rückgabe. Übersetzung, keine Rückgabe. Okay, ja. Mhm. Deutsche Man Pages, gell? Okay. Ja, auf jeden Fall, dadurch schon. Gell? Also bei Erfolg wird ein gültiger Bezeichner für den gemeinsam benutzten Speicher zurückgegeben, bei Fehler minus 1. Gell? Also, wenn das eben größer 0 ist, dann bekommen wir hier eine Zahl zurück. Und das ist dann die ID für den Shared Memory. Gell? Mhm. Ja, und diese ID, die brauchen wir später, gell? Die brauchen wir immer wieder mal. Gell? Das ist also die Rückgabe von Shared Memory Get. Gell? Also das ist der Identifier. So, einen Schlüssel. Ja, Schlüssel, wir können jetzt einen Schlüssel irgendwo benutzen. Gell? Okay. Oder wir können etwas machen. Wir sagen einfach dem System, du Schausystem, mach du. Gell? Und Moment, Shared, also wo ist das Private Key? Mhm. Also der Schlüssel, da ist genau. Also wir können IPC private dort angeben, gell? Also wir kümmern uns nicht davor, gell? Und sagen einfach, okay, nimm IPC private und das läuft dann, gell? Okay, dann ganz wichtig die Größe, gell? Also die Größe in Byte und da geben wir an, wie groß also unser Speicher ist. Und das müssen wir dann als Programmierer vorher wissen, wie groß es ist. Weil wenn wir ein großes Integerfeld brauchen mit 1000 Integers, müssen wir also 1000 mal Size of Int anfordern. Gell? Wenn wir, ja, wenn wir irgendeine große Simulation machen wollen, gell? Also wenn ihr da so Drehung macht und ihr geht da Matrizen dann irgendwie und so Punkte und so, gell? Dann müsst ihr halt für diese Matrizen und Vektoren den Platz anlegen. Gell? Und dann muss man die Größe in Byte ausrechnen. So, und dann kommt das Flag. Und das Flag, das braucht zwei Sachen, die wir oder verknüpfen müssen. Und zwar braucht dieses Flag einmal ein IPC create, gell? Und ja, IPC create und dann brauchen wir noch dazu die Angabe der Zugriffsrechte, gell? Okay, also wie schaut denn das aus? Dort ja, so ein typischer Aufruf im Shared Memory Get dann wäre sowas wie ein, ja, gehen wir mal da, gedit bla.c, mhm. Und da gehen wir irgendwo eine ID dann definieren, gell? Das ist unsere Shared Memory ID und die ID ist ein Shared Memory Get. Und dann müssen wir alles angeben. Gell? Also einmal dieses IPC private. Gell? Also nochmal speichern da. So. Mhm. Also dieses IPC private, das müssen wir mitnehmen. Da müssen wir die Größe angeben in Byte. Gell? Also ich schreibe mal was hinein und dann müssen wir angeben, welchen Flags wir hier arbeiten wollen. Gell? Also wir wollen so Shared Memory erzeugen. So. Und dann wollen wir die Zugriffsrechte bestimmen und da müssen wir ja, desto
wie auch bei den Zugriffsrechten im Dateisystem hinschreiben. Also Oktal 0 und dann sagen wir, okay, wir lesen, schreiben, die Gruppe auch vielleicht lesen, schreiben und alle anderen vielleicht lesen oder auch nicht, 0, gell? Okay, also geben wir hier die Zugriffsrechte noch an, gell? Also EPC Create zum Erzeugen, das muss unbedingt drinnen stehen, gell? Und die Zugriffsrechte, die können wir selbst bestimmen, gell? Ja, also damit und dann müssen wir hier überprüfen, gell? Also wenn das da, gell? Wenn das da kleiner ist als 0, gell? Dann ist was passiert, gell? Dann haben wir hier ja, nichts bekommen, gell? Und dann geht es auch nicht gut, dann müssen wir hier schimpfen, gell? Also, da schimpfen. So. Okay. So, und schimpfen und Exit und Tschüss vielleicht, oder auch ich weiß es nicht, gell? Und dann halt Else, gell? Geht weiter. Okay, und jetzt haben wir auf den Punkt, wo wir hier was haben. Wir haben hier auch ein, nehmen wir an, hier haben wir ein Exit, gell? Wenn wir kein Shared Memory haben, können wir nicht weiterrechnen. So, hier haben wir irgendwo ein Fork dann normalerweise. Das heißt, es gibt Kindprozesse, gell? Und dann haben wir in allen Kindprozessen, gell, haben wir dann Shared Memory Attach, gell? Also wir gehen dann den Zugriff auf den Shared Memory anfordern, gell? In allen Kindprozessen. Also jeder, der dann eben dort arbeitet, bekommt dann Zugriff. Und wenn wir das jetzt mal anschauen, Shared Memory Attach, so, hier bekommen wir einen Zeiger zurück, gell? Einen Zeiger wollen wir, gell? Okay, also brauchen wir hier einen Zeiger. Und welchen Zeiger? Ja, einen Void-Zeiger. Das heißt, der Zeiger ist an für sich nicht typisiert. Das heißt, wenn wir jetzt einen ja, diesen Speicher zum Beispiel als Zeilenfeld benutzen wollen, dann brauchen wir irgendwo ja, einen Int-Zeiger zum Beispiel da. Gell? Und dann müssen wir den halt da zuweisen, die Adresse. Gell? Also Z ist gleich und dann ja, und dann müssen wir das vielleicht, wenn wir brav sind, das dann auch noch casten, gell, sagen wir da, das ist ein Int-Zeiger und dann wird aus einem Void-Zeiger ein Int-Zeiger, gell. So. Und jetzt, was brauchen wir? Wir brauchen die ID. Also, das ist einleuchtend, das ist die ID, die wir vom Elternprozess dann bekommen müssen, gell? ID. So, und dann haben wir zwei Argumente noch. Das Argument ist einmal die Adresse. Wir können angeben, wo im Speicher des Prozesses man diesen Shared Memory einhängen will, gell? Und das überlässt man meistens dem System, gell? Und da kann man einfach eine 0 angeben, also braucht man diese Adresse dann nicht mehr. Und dann Shared Memory Flag noch. Und wenn man da nichts Besonderes wollen, dann schreiben wir hier auch sehr häufig einfach 0. So, jetzt können wir arbeiten. Gell? Okay. Und go. So, auf geht's. Jetzt gehen wir arbeiten. Also von so einem Bereich dann, von bis zum Beispiel, gell? Oder Zugriffskontrollen machen, ein bisschen ich, ein bisschen der andere, ein bisschen der Kollege, gell? Also die Prozesse, die sind dann irgendwo vielleicht parallel, gell? Oder sie sind parallel, gell? Und sie benutzen diesen gemeinsamen Speicher. Und diese Benutzung des gemeinsamen Speichers, die ist gefährlich, gell? Also muss man aufpassen, gell? Das ist wie auf der Straße. Wenn man die Straße alleine hat, gell, dann kann man mehr anstellen, als wenn da mehrere sind, gell? Also wenn du auf der Mebo viel Verkehr ist, gell, also muss man ein bisschen aufpassen, gell? Und wenn es auf der Mebo frei ist, gell, und rein und dran, gell, gibt dann halt ein bisschen Gas, gell? Also ist dann auch gefährlich, gell? Auf jeden Fall, wenn da mehrere Prozesse auf diesen gemeinsamen Speicher zugreifen, gell, dann muss man da halt ein bisschen aufpassen, gell? Oder man trennt es ganz klar, gell, wie auf der Mebo, gell? Rechte Spur, linke Spur, klar getrennt, gell? Solange sich alle dran halten, ist auch kein Problem, gell? Okay? Ja. Und ja, wenn wir fertig haben, was machen wir dann? Dann machen wir ein Shared Memory DD, gell? Also das heißt, wir geben das wieder zurück, gell? Und da ja, Shared Memory Detach, gell? Also wir gehen also den Speicher wieder zurückgeben. Und was müssen wir da angeben? Die Adresse, gell? Also wir müssen die Adresse angeben.
also den Zeiger, gell? Also es reicht, den Zeiger zu übergeben, gell? Also ja, ich war Zeiger, wenn wir brav sein wollen, schreiben wir noch ein Casting auf Deutschland. Ist egal, gell? Okay, ja, da müssen wir dann fragen, ob es funktioniert hat oder nicht, gell? Also wenn da minus 1 dann zurückkommt, gell, dann hat es eben nicht funktioniert, weil wir zum Beispiel eine falsche Adresse angegeben haben oder so, gell? Okay, also Shared Memory gibt 0 zurück, gell, wenn es erfolgreich war, gell, und minus 1 im Fehlerfall, gell. Also müssen wir das eventuell auch noch überprüfen. So, das da, das ist in Kindprozessen, gell. Und ja, und im Elternprozess, was müssen wir doch noch machen? Im Elternprozess, gell, dann gehen wir vielleicht die Ergebnisse da sammeln, gell, also da müssen wir bla 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 machen, gell. Und irgendwann mal ist wichtig. Und was muss ein dritter Prozess noch machen? Dritter Prozess, ihr habt wahrscheinlich selbst auch ein Shared Memory Attach gemacht und ein Shared Memory DD, gell? Okay, also er auch. Das heißt also, da vor im Kindprozess und auch im Elternprozess haben wir dann auch ein solches da. Und der hat dann auch eine bestimmte Arbeit zu machen, gell? Seine. Und vor allem am Ende dürfen wir den geteilten Speicher nicht einfach vergessen, weil der geteilte Speicher mit dem Exit, mit dem Aussteigen aus dem Programm nicht freigegeben wird. Das ist nicht wie ein anderer Speicher, der freigegeben wird, wenn wir malloc machen. Und wir machen unter Unix oder auch unter Microsoft Windows heute kein Free, dann mit Exit wird es gemacht. Okay, also kein großes Problem. Wird also wieder freigeben. Aber der Shared Memory, der wird nicht freigegeben, der überlebt den Prozess. Gell? Also dürfen wir nicht vergessen, dass wir am Ende ja, das wieder zurückgeben müssen. Gell? Und das ist dann ein Shared Memory CTL, was wir dort machen müssen. Gell? Also Shared Memory CTL, okay. Und ja, was müssen wir da machen? Gell? Also kommt wieder Rückgabe, erfolgreich oder nicht erfolgreich, gell? Und da müssen wir mal da mal zuerst eingeben. Aha. Was müssen wir da eingeben? Die ID. Gell? Also da müssen wir diese ID angeben. Gell? Okay, also Shared Memory CTL und die ID, nicht die Adresse, sondern die ID. Gell? Weil die Adresse, das ist das Einhängen in den eigenen Adressraum. Gell? Das gilt auf Prozessebene. Und die ID hingegen bezeichnet den Shared Memory auf Systemebene, gell? Also systemweit. Gell? Okay. Und dann müssen wir sagen, was wir jetzt machen. Und das, was wir jetzt machen, das ist das Löschen. Gell? Das Löschen des geteilten Speichers. Gell? Und das da ist da so ein EPC RM-ID. Also da Shared Memory CTL und Command, gell, das zweite, das ist dann als solches EPC RM-ID, das da. Okay, wenn wir das dann haben, dann, ja, dann ist noch das letzte. Und das letzte, das ist ja, ein Buffer. Wenn wir hier etwas übergeben müssen, gell, dann haben wir diese Struktur. Und mit dieser Struktur können wir dann etwas übergeben, gell? Aber beim Löschen braucht man nichts übergeben. Also 0 und tschüss. Das ist Shared Memory, gell? Jetzt, was man jetzt mit Shared Memory machen kann, gell? Das ist der Fantasie des Programmierers überlassen, gell? Also zum Beispiel, gell? Also wenn man so ja, multi-threaded Webbrowser haben oder so, gell? Da haben wir dann mehrere, gell? Also mehrere Threads oder auch mehrere Prozesse, gell? Die alle etwas Gemeinsames machen. Aber zum Schluss sind die Inhalte ja vielleicht auch gemeinsam dargestellt, also haben die typischerweise auch gemeinsamen Adressraum, gell? Okay, oder ja, wenn wir so große Rechnung machen, gell, dann sagen wir, okay, da bestimmte Bereiche, da rechnest du, da rechnest dort und zum Schluss, wenn wir so einen Multicore-Prozessor haben, gell, dann sind wir beim Rechnen schneller. Gell. Also das ist dann schon eine feine Sache. Gell. Ja, das dann ist dann das, was unser geteilter Speicher ausmacht. Gell. Okay, vier Funktionen brauchen wir.
Shared Memory. Get zum Anfordern einmal typischerweise im Elternprozess. Shared Memory Add. Jeder Prozess, der damit arbeitet, gell, bekommt dann einen Zeiger auf den, der mit dem Speicher arbeitet, mit dem gemeinsamen Speicher, gell, bekommt den Zeiger darauf, kann dann damit arbeiten, gell, kann dann zum Beispiel sagen, also ja, dereferenziert Z, gell, schreibe was hinein, ist 0, gell, oder Z an der Stelle, ja, an der Stelle I, und dann lasst er das laufen, gell, und geht da was arbeiten, gell? Okay, also ich habe mich ganz normale Zeigeroperationen und müssen dereferenzieren. So, wenn wir fertig haben, geben wir den Zugriff auf diesen Shared Memory wieder frei, gell? Also nicht den Speicher geben wir frei, sondern wir geben den Zugriff zurück, gell? Also das muss jeder Prozess machen, der damit arbeitet, und irgendwo der Elternprozess muss auch den Zugriff anfordern und wieder zurückgeben, und am Ende müssen wir den geteilten Speicher irgendwo wieder freigeben. Gell? Ja. Also das ist das, was wir programmtechnisch über BASIX im Prozess machen können, im Programm. Gell? Und dann ist interessant, es gibt da noch so zwei Programme. Gell? Und zwar EPCS. EPCS liefert uns eine Liste von so Shared Memory ja, Blöcken, gell? Und wenn wir da schauen, jetzt ist das eher langweilig da, gell? Also bei mir sind da ein paar drinnen, und ich sehe dann halt, ja, so, da haben wir die ID, seht ihr, das ist die ID, die wir hier, hier zurückbekommen haben, wenn wir es angefordert haben, gell? Also die sieht man dann im System, gell? Wir sehen, ah, Karl ist der Besitzer, die Rechte, oh, Karl kann lesen, schreiben, die Gruppe darf nichts und auch alle anderen nichts, gell? Und da ist dann die Größe, und das gibt es nicht mehr, das ist schon aufgelöst worden. Ja, und so haben wir hier eine ganze Reihe von solchen ja, Shared Memory, geil, geteilten Speicher. Das ist eher langweilig, weil auf dem Rechner bin auch ich. Aber wenn wir in der Schule sind, geil, auf dem Goblin, und wo wir alle auf diesem Terminal-Server arbeiten, da kann das schon lustiger sein. Da ist dann schon mehr drinnen, geil. Mhm. Ja, und es gibt auch etwas, es gibt die Möglichkeit, die Shared Memory auch zu löschen. Gell? Also wir können jetzt mit ja, EPCRM, gell? Shared Memory und dann die ID einen solchen Shared Memory auch abschießen. Gell? Wenn wir den, ja, wenn wir der Besitzer sind oder wenn wir root sind, gell? Dann können wir das auch machen. Und da sieht man, das ist also etwas, das ist nicht intern im Prozess, gell? Sondern das ist dann auch von außen zugänglich. Gell? Also wir können, sofern wir die Berechtigung haben, gell? Sofern wir also Besitzer sind oder in der Gruppe sind oder alle anderen, wenn wir die Rechte haben, hier dann drauf etwas machen. Gell? Und da sieht man, da soll man nicht einfach 777 schreiben. Gell? Da soll man dann schon aufpassen, typischerweise der Besitzer, gell? Oder vielleicht die Gruppe noch, gell? Und alle anderen normalerweise eben nicht. Gell? Mhm. Ja, also das da so viel heute zur Einführung zu Shared Memory, gell? Und damit wollen wir dann auch jo, so Interprozesskommunikation durchführen.